Ja, hallo, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren, es ist jetzt 17:40 Uhr. Der Dienst ist soeben zu Ende gegangen. Wir waren jetzt ja gute 2 Stunden hier am Dortmunder Hauptbahnhof mit unserem kleinen Bibelstand zusammen mit Bruder Thomas Dietz und einer Schwester noch. Und wir sind Gott dankbar, dass wir diesen Dienst tun durften. Ich fahre jetzt hier durch die Dortmunder Innenstadt Richtung Autobahn. Was wirklich festzustellen ist, wenn die Sonne weggeht, ist es richtig kalt. Aber richtig kalt. Ja, ich wünsche mir, dass das eine Frucht natürlich für die Ewigkeit ist, dass Menschen. Es war ein Mann, der kam, sagte, er würde gerne für seinen Sohn eine Bibel, ein neues Testament mitnehmen, und das hat er dann auch gemacht, getan. Und wir haben den Herrn zum Schluss noch mit Thomas und mit der Glaubensschwester zusammen gebetet. Mir wird es immer deutlicher, dass das in Zukunft vermehrt unsere Aufgabe ist. Ich hoffe, ich drücke mich so richtig aus. Das war schon immer unsere Aufgabe, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ich bin davon überzeugt, dass die Wiederkunft Jesu Christi nicht mehr fern ist. Zeit und Stunde weiß der himmlische Vater allein, aber wenn man so mitbekommt, wie hier was abgeht, wenn ich nur daran denke, so wie die Menschen heute sich wieder für den Augenblick leben, für diesen Augenblick Party zu machen, auf eine Rolle zu gehen, ja, sie leben für den Augenblick. Vielleicht ein bisschen ein One-Line-Stand für den Augenblick. Aber wie sieht es eben mit der Ewigkeit aus? Das ist immer wieder die Frage, wie sieht es mit der Ewigkeit aus? Wie sieht es aus? Und wie, die Frage ist immer wieder so aktuell. Wo wirst du einmal die Ewigkeit verbringen? Und ich glaube, das ist so eine Vision von mir. Ich möchte die noch mal ganz kurz beschreiben, jetzt hier auf der Rückfahrt von Dortmund nach Gelsenkirchen. Eine Vision von mir ist einfach die, dass Christen wieder in Wohngemeinschaften, in WGs zusammenleben. Und ich glaube, auch hier und dort werden wir von Arbeitslosigkeit betroffen sein. Man weiß ja jetzt zum Beispiel nicht aufgrund der Impfpflicht, die ist ja berufsbezogen jetzt auf die Pflegekräfte, welche Glaubensgeschwister alle davon betroffen sein werden. Man weiß auch nicht, wie das sein wird. Und da heißt es einfach, dass wir zusammenhalten. Darum gibt es diese christliche Corona-Hilfe. Und dass wir zusammenhalten, dass wir wirklich einfach auch das, was wir haben, zusammen in einen Topf reintun. Ich tue das jetzt mal mit einfachen Worten erklären, und dass das dann auch gleichzeitig diese Wohngemeinschaften in einzelnen Städten, dass das Missionsstützpunkte sind und dass wir dann dementsprechend dann immer herausgehen an den Hecken und Zäunen, an den Bahnhöfen, an den Diskotheken, wo auch immer, an den Taxiständen, da wo der Herr uns das aufs Herz legt und einfach den Missionsbefehl irgendwie gehorsam erfüllen und dem Herrn da auch gehorsam sind. Das ist immer so, was mir richtig auf dem Herzen liegt, und da könnt ihr auch für beten. Ich möchte auch noch eins loswerden, das ist mir ganz wichtig, wenn ihr sagt, Mensch Arno, ich möchte gerne auch an solchen Missionseinsätzen teilnehmen. Vielleicht bist du sogar ein Bibelschüler. Wir sind jetzt ein eingetragener Verein. Wir sind ein freies Missionswerk, die Ruhrpott-Mission, und du sagst, ich möchte das einfach auch mal machen, ja, so jeden Tag, ein Missionseinsatz, dann melde dich auch, selbst als Bibelschüler melde dich bei uns. Wir werden dafür sorgen, dass du dementsprechend eine Unterkunft bekommst und dass du versorgt wirst und dass du dementsprechend dann deine evangelistischen, missionarischen Erfahrungen machen kannst. Vielleicht suchst du eine
Suchst du eine Praktikumsstelle für dein Praktikum innerhalb der biblischen Ausbildung? Die Ruhrpott-Mission ist gerne bereit, dir dort zu helfen. Und du kannst auch sehr gerne dann das Praktikum bei uns machen. Wir werden dann, jeden Tag gibt es was zu tun. Und wenn es eben auch Briefkastenjogging ist, Büchertischarbeit, Straßenpredigten, Winterhilfe, Ruhrpott-Mission. Ja, wir sind hier ganz und gar, haben ein brennendes Herz für das Verlorene. Und wenn du auch sagst, das ist meine Berufung, die Straßenevangelisation, die Straßenmissionsarbeit, die Straßenpredigt, ja, die Hilfe an den Menschen, ja, so wie wir mit Peter Semmler eben auch hier vor ein paar Tagen am Bochumer Hauptbahnhof war, dann melde dich. Wie kannst du dich melden? Über unsere Internetseite www.ruhrpottmission.eu. Da ist ein Kontaktformular und dieses Kontaktformular kannst du dementsprechend ausfüllen und dann schreibst du uns. Du kannst den Peter Semmler anschreiben. Du siehst, der hat auch eine eigene E-Mail-Adresse. Du kannst den Andreas Teichrib anschreiben. Du kannst auch mit der Valentina Kontakt aufnehmen. Ja, sie wird das dementsprechend weiterleiten. Und wir würden uns freuen, wenn du dann für eine etwas längere Zeit vielleicht auch einfach zum Team der Ruhrpott-Mission dazugehörst. Alles Gute, Gottes Segen. Vielen Dank für eure Gebetsunterstützung. In der Liebe Jesu Christi und im Gebet miteinander verbunden, Bruder Arno Rudnick von der Ruhrpott-Mission. Alles Gute, der Herr segne euch. Tschüss.